Servus, hallo und willkommen zurück zu Golden Sun, Part 65. Im letzten Part haben wir Laliveru betreten und sprechen mal mit Menschen hier. Hallo, kleines Mädchen. Ich wette, Cosma kann Ihnen mit Hilfe ihrer Kräfte entkommen. Okay. Cosma ist unsere einzige Hoffnung. Wenn ihr etwas zustößt, ist Laliveru am Ende. Was ist mit dir? Das alles geschah, weil Tolbia aus Cosma weggenommen hat. Ja, gut, können die Leute ja auch nichts dafür. Bevor dies geschah, gab es ein Erdbeben bei den Ruinen. Ich frage mich, ob Cosma und die anderen in Ordnung sind. Natürlich sind sie das, sonst wäre ja die Geschichte vorbei. Wenn ich größer wäre, hätte ich Cosma selbst gerettet. Siehst ja auch schon fast aus wie wir als Held, nicht wahr? Oh, da bewacht einer eine Tür. Hier wird Barbys wertvollster Besitz aufbewahrt. Niemand darf eintreten. Ja, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ach, in dem Topf ist nichts. Können wir mit der Frau reden? Nee, ich glaube nicht. Oder vielleicht von der anderen Seite? Die liegen da immer noch. Na, die will nicht wirklich mit uns reden. Was geht bei euch? Seine Frau wirkt so ruhig und gelassen. Doch tief im Inneren muss sie Krankversorger um Cosma sein. Cosma wurde vom Himmel zu uns gesandt. Wir haben sie liebevoll aufgezogen. Ich weiß, dass Faran das Kind retten wird. Faran? Wer ist Faran? Ich weiß, dass Vater meine große Schwester Cosma retten wird. Aha! Gut, wir sind ja also irgendwie in einem ganz wichtigen Haus, wie es aussieht. Warum sind wir hier auf dem Dach? Hallo? Und warum hängt da das Masterschwert an der Wand? Nein, das ist natürlich nicht das Masterschwert. Das ist einzigartig. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, was das Masterschwert ist. Erstens, schämt euch und zweitens, The Legend of Zelda, Freunde. Okay. Ich sehe da oben eine Ranke, aber wie komme ich denn da ran? Was ist das überhaupt hier? Duda, was ist das? Man sagt, ein Mann namens Jodem würde aus Tolbi kommen. Ich glaube, er plant uns, noch mehr Arbeit aufzuhalsen. Ja gut, das machte er für den Turm. Cosma sagte, die Höhle bei den Ruinen führt nach Südosten. Aber sie kann unmöglich bis zum Venusleuchtturm führen. Da pennt einer. Na, er pennt doch nicht. Mich hat niemand gerufen, also werde ich ein Nickerchen halten. Zumindest hat er vor zu pennen. Die Ruinen des Fundamentes des Leuchtturms bilden, sind von Höhlen durchzogen. Wenn ihr es schafft, durch die Höhlen zu kommen, könnt ihr auch das Geheimnis der Ruinen lüften. Das ist endlich mal ein sehr nützlicher Tipp. Wir kommen nur so weiter, also müssen wir unbedingt durch die Höhlen. Das ist schon mal ein Ansatzpunkt, das ist okay. Was geht bei dir? Willkommen, wir haben genau das, was du brauchst. Ach, bist du dir sicher? Schlüssel, na, braucht man alles nicht. Menschenskinder, was hast du denn noch? Okay, zugegeben. Federn sind sehr nützlich und da nehmen wir bitte wieder so viele wie möglich. Die Kohle haben wir ja. Wir müssen sie für irgendwas verballern. Aber wir können auch noch Sachen verkaufen. Entschuldigung, nein, hier. Okay, gut. Ach, wir pfeifen auf das Gegengift. Es nimmt noch Platz weg. Bisher habe ich es noch nicht gebraucht. Und werde es auch jetzt vermutlich nicht mehr brauchen. Auch beim Elixier, das muss weg. Nimmst du das? Was für ein seltenes Stück. Wie wär's mit 3000? Ah, die nimmt das tatsächlich. Also, nimm's mit. Gehört alles dir. So. Entfesselt Säurebart. Oder Giftwolke. Ja, komm, Säurebart machen wir es mal weg. Andererseits. Nein, noch nicht. Noch nicht. Sicher ist sicher. Erhöht Zufallsbegegnungen. Puh. Lass mal das einfach mal. Vielleicht brauche ich es noch, wenn ich trainieren will. Was ich zwar nicht glaube, aber hey, man kann ja nie wissen. Er ist auch verflucht. Entfesselt Flammenmauer. Auch das lasse ich mal kurz. Weil bei den verfluchten Gegenständen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht eventuell ein Fehler sein könnte, die mitzunehmen. So, was haben wir hier? Hebt Schnelligkeit, Schutz vor Wind. Entfesselt Dämonenschein. 10.000, also das ist wirklich ziemlich, ziemlich effektiv. Den Helm tun wir mal weg. Schaden durch Clown tun wir auch weg. Okay, was mich jetzt interessiert, warum ist das
denn dann schwächer? Wenn das so teuer ist? Warum können die das nicht anlegen? Anlegen und versuchen. Okay. Nicht anlegbar. Oder. Warum nicht? Nicht ablegbar, meint er. Verstehe ich gerade nicht. Köderkappe geben. An sie, ja. Warum ist das jetzt nicht anlegbar? Oder aber es ist ein Item, das ich im Kampf einsetzen kann. Das könnte so sein. Eventuell. Möglicherweise. Quasi. Okay, gut. Genug Zeit verplempert. Was geht hier? Ah, okay. Ich kann euch alles über Rüstungen sagen. Ja, dann gib mir mal ein paar Artefakte. Ein erlesener Geschmack. Was haben wir hier? Was ist denn das Teuerste, was ihr anbietet? Juwelenkrone. Ja, alles her damit. Sofort. Ich will's auch gleich. Ja, bitte, alles. Dankeschön. Ich will das Spieleticket nicht. Behalte ein dreckiges Ticket. Ach, das sind gerade die Artefakte, oder? Genau. Magischer Talar. Dann wäre aber seine Schnelligkeit hinüber. Also erstmal nein. Spiegelschild. Attacke würde sinken. Das könnte Garrett gut gebrauchen. Ja, geben wir das Garrett mal. Okay. Geweihte Robe. Hatten wir das nicht schon ausgewählt? Seidenkleid. Nö, alles doof, alles doof, alles doof. Was hast du denn noch? Stahlrüstung. Ja, komm. 5 Punkte. Ist okay. So, was haben wir hier noch? Ein Ritterhelm. Auch hier wieder 4 Punkte, die wir gewinnen. Her damit. Platinreif. Ist ja die Köderkappe ausgewählt? Das ist doch Blödsinn. Sollte das doch gar nicht anziehen. Oder sie hat nicht. Na, sie hat einen Platinreif. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Okay. Ein großes Schwert, ja. Ich glaube nicht, dass wir hier mit einer Waffe noch irgendwie punkten können. Ach, was Quatsch. Was? Sie kann das tatsächlich tragen? Ja, um einen Punkt. Ach, vergiss es. Nee, mach mal nicht. Was hast du für Artefakte? Eine Silberklinge für 12.000, die uns nichts bringt. Flinkschwert. Gegen Dämonenstab. Entfesselt Schallhammer. Ja, komm, was soll's. Ertränkung. Oh, das ist natürlich nochmal um einiges stärker. Das war jetzt vollkommen umsonst, dass ich mir das gekauft habe. Ach du Heiliger. Psy-Energiestab. Ertränkung. Ja, okay, gut. Dann muss sie das nehmen. Froschstab. Noch irgendwie was? Noch irgendein Artefakt? Froststab? Nee. Keule des Rechts.
Ach, das ist schon wieder stärker. Ach, wunderschön. Wunderschön. Ach, was soll's. Komm, bin ich froh, dass Geld gerade keine Rolle spielt. Ich will dein Ticket nicht. Ja, genau, dankeschön. Oh mein Gott, was ist mit Ivan? Ivan könnte es doch anlegen. Ja, gib das Ivan. Du bist schon voll bepackt. Ja, vielen Dank auch. Was könnte er ablegen oder wegtun? Okay. Das bitte einmal ablegen. Das weg. Genau, dankeschön. Und jetzt kaufen wir das Ganze einfach für Ivan. Damit auch er ordentlich Schaden macht. Okay. Ich denke, wir sind soweit durch. Und... ja. Was ist das mit der Ranke? Ah, deswegen ist die Ranke oben. Okay. Wie kriege ich den? Ranke. Aha. Okay, da ist eine Treppe. Aber ich kann doch da gar nicht rüberspringen. Ich gehe mal hoch, ich frage mal den Opa. Vielleicht weiß der was. Opa, was geht ab? Das Grollen bei den Ruinen muss eine Warnung gewesen sein. Ja, dein Gesicht ist eine Warnung für die ganze Welt. Ich will da rüber. Wie... ah, ich kann auch auf die Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer rennt der kleine Isaac. Ich krieg dich noch, du kleiner Scheißer. So, Moment. Kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Aber gegen den werde ich vermutlich nicht kämpfen müssen. Komm mit, du Feuer-Djinn, du. Der Master-Djinn Fackel folgt Garrett. Ja, Fackel ist ein sehr, sehr guter Name. Okay, kann ich da irgendwie von oben rein? Nee, natürlich nicht. Oh Mann. Egal, wir haben zumindest den Djinn. Bin überglücklich. Steht's mit hier? Kann ich hier runter? Nein, ich komme da auch nicht hin. Was für ein Quatsch, das gibt's doch nicht. Teilweise macht das hier gerade gar keinen Sinn. Warum ist da rechts eine Ranke? Dann fehlt mir nur noch ein Djinn. Noch ein einziger, dann haben wir's. Dann haben wir alle Djinns. Haben wir unsere 100% erreicht, Freunde. So, da ist ein Leuchtturm und ich würde sagen, da gehen wir noch rein. Straße zu Barbies Leuchtturm. Uns wurde noch nicht befohlen, mit der Arbeit zu beginnen. Bekommen wir heute frei? Seltsame Gestalten gingen zu den Ruinen. Faran ist ihnen gefolgt. Wer ist dieser Faran? Eigenartig, dass Barbie einen Leuchtturm an einem solchen Ort erbauen lässt. Vielleicht dachte er, es wäre gut, die Ruinen als Fundament zu nutzen. Diese Steine zu brechen und sie auf den Ruinen aufzustapeln, ist keine leichte Arbeit. Wir sollen schneller bauen? Warum baust du dann nicht selbst? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Seid auch gar nicht so böse. Okay, was es mit den Ruinen auf sich hat und wer dieser komische Faran ist, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!